heutigen Pressekonferenz zum Heiligenpreis 2012. Ich darf Ihnen zunächst die Gesprächspartner hier auf dem Podium vorstellen. Natürlich zuallererst den diesjährigen Heiligenpreisträger der Landeshauptstadt Düsseldorf, den Professor Dr. Jürgen Habermas, den man, glaube ich, in dieser Runde nicht vorstellen braucht. Das ist der einzige Heiligenpreisträger, der auch in Düsseldorf geboren ist. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf ist der Kulturdezernent der Landeshauptstadt Hans-Georg Neuner. Auch den Laudator der diesjährigen Heiligenpreisverleihung, Professor Dr. Alexander Klunge, herzlich willkommen. Und Frau Dr. Möller-Wiltschig ist hier, die Leiterin des Heine-Instituts. Der Heine-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf 2012 wird an Jürgen Habermas verliehen, als einen der weltweit bedeutendsten Denker der Gegenwart, für sein Lebenswerk, das durch freiheitliche Ideen der Aufklärung, seinen unermüdlichen Einsatz für ein demokratisch verfasstes Deutschland sowie seine streitbaren Beiträge zu den gesellschaftspolitischen Debatten Europas geprägt ist. Jürgen Habermas steht mit seinem kritischen Werk überzeugend in der Tradition des Schriftstellers und Intellektuellen Heinrich Heine. Danke, Herr Professor Habermas. Herzlich willkommen noch einmal und Sie haben das Wort. Ich bin verblüfft. Ich rede ja übermorgen. Und zunächst einmal bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, im Unterschied zu meiner Frau, die ja hier wirklich aufgewachsen ist, und eine echte Düsseldorferin ist, war ich immer der etwas bessere, überzeugte Lokalpatriot. Deswegen bin ich sehr vernünftig, wieder einmal hier zu sein. Aber zur Pressekonferenz muss man mich fragen. Normalerweise wollen die Politiker immer irgendetwas an die Frau oder den Mann bringen. Ich habe gar nichts gesagt. Also, wenn Sie Fragen haben, dann antworte ich gerne. Ich bin von Ihnen nicht aufgefordert worden, hier spontan Themen in die Welt zu setzen. Also, vielleicht stimulieren Sie die Diskussion, oder? Alexander, ja. Du hast immer was zu sagen. Ich bin ja dein Laudator. Ja? Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ja? Nicht? Man spricht gerne über jemanden, den man mag und aus langen Zeiten kennt. Aber ich sage Ihnen, es ist ganz schwierig. Es ist, wenn jemand wie Jürgen Habermas ein ganzes Lebenswerk zur Verfügung hat, dann kann ich irgendein Autor und Schriftsteller und Filmemacher dahin gehen und das paraphrasieren. Das setzt Grenzen. Und insofern müssen wir alle unser Ahnungsvermögen so ein bisschen gebrauchen, ja, nicht? Und uns freuen, dass es diesen Preis hier gibt und diese Konstellation gibt. Aber die Laudatio kann ich eigentlich mehr für die Juroren halten, ja, die diesen Einfall hatten. Jürgen Habermas, der übrigens in Gummersbach aufgewachsen ist, was man kein Paris nennt. Aber der Punkt ist der, dass also meine Aufgabe ist im Grunde diese Konstellation, dass zwei Schwergewichte, ja, Heine und Habermas, hier konfrontiert werden. Daran kann man mal üben, ja, durch 200 Jahre Zeit hindurch, ja, sozusagen Standbeziehungen zu erörtern. Und das ist schon sehr stark, was man dann bei Heine plötzlich merkt, dass er eine Welt beschreibt, ein Europa. Und das ist eine Welt, die ein sehr ferner Spiegel für uns heute, ja, der unglaublich informativ ist für eine Welt von 2012 oder 2013. Da sind wir ja jetzt fast da. Nicht? Und das ist das, was mich sehr berührt hat. Und da gibt es natürlich dann ganz starke Bezüge von Jürgen Habermas. Auch das will ich ja erst übermorgen erzählen. Aber wenn Sie nehmen sein erstes großes Buch, seine Habilitation, Strukturwandel der Öffentlichkeit, die geht genau von Heines Öffentlichkeiten aus. Ja, das ist die frühe bürgerliche, frische Öffentlichkeit.
in der um 1900, ja eigentlich 1799, etwas erfunden wird, was wir heute Zeitgeschichte oder Aktualität nennen, was es vorher so nicht gibt. Und Sie können genau bei Heine das sehen. Der hat ja die Behauptung aufgestellt, dass er nicht 1797 geboren sei, wie wir alle annehmen, sondern in der Neujahrsnacht 1800. Und damit will er sagen, er ist Bürger dieses neuen Jahrhunderts, wo etwas los ist, wo der Taktschlag der Presse, ja, und der Soldatenstiefel von Napoleon Soldaten und von Rossinis schnellen Tempi, ja, eine Beschleunigung hervorruft. Ja? Davon ist er der Anhänger. Und davon haben wir natürlich heute die liebe Not, muss ich mal so sagen. Ja, unser 21. Jahrhundert hat Beschleunigungen, die höchst gefährlich sind. Ja? Deswegen ich sehr glücklich bin, dass es so einen Anker, ja, wie Jürgen Habermas gibt, ja, der im Grunde noch immer mit Computer oder Bleistift konkret in seinem Einzelkopf arbeitet. Ja? Während auch sozusagen um ihn herum Microsoft entsteht, der Euro vor wenigen Jahren erst, ja, zustande kam. Ja. Macht uns viel Sorgen. Ja? Dann, also gewissermaßen, diese Zeit hat es in sich. Ja? Die geht wie eine Explosion vor sich. Und dabei ruhig bleiben. Ja? Das ist eigentlich der wesentliche Inhalt dessen, was ich sagen kann, ja, wenn ich in der Laudatio halte. Ja, das ist eine Frage. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie derzeit die Vorgänge beim Surkamp Verlag, der Heimat auch ist? Wo Sie ich denke, jeder Autor beobachtet das mit gemischten Gefühlen, denn das sind ja jetzt etwas riskante Operationen, die vom der Anwendung des Gesellschaftsrechts abhängen, dass ich nicht durchschaue und da lieber doch meinen Freund Alexander zu Wort kommen lasse. Offensichtlich ist da eine Situation entstanden, in der man sich als Autor nur wünschen kann, dass die beiden Gesellschafter dann doch noch in letzter Minute aufeinander zugehen. Denn was da auf dem Spiel steht, sind ja nicht Kapitalanteile, sondern ein kulturelles Gebilde, das über 60 Jahre entstanden ist, dass vor allen Dingen die alte Bundesrepublik doch mental stark beeinflusst hat und von welchem Verlag kann man das schon behaupten. Und die, die den Verlag jetzt weiterführen, und ich bin überzeugt davon, dass das das erste Interesse der jetzt hier in Verlagsleitung ist diesen Verlag zu erhalten und weiterzuführen, zumal in einem, zu einem Zeitpunkt, wo nach einigen Turbulenzen der Verlag auch angesichts seiner Produktion zeigt, dass er etwas hervorbringt, was nicht beschädigt oder gar zerstört werden darf. Weil jeder, der auch nur ein geringes Gefühl hat für diese immateriellen Dinge, um die es da geht, muss wünschen, dass die Autoren, die Lektoren und das Management die Arbeit fortsetzen können. Aber vielleicht ich kann das nur also von ganzem Herzen bestätigen. Surkamp Verlag hat eine Alleinstellung. Wir haben nicht zwei davon. Und so etwas zu verspielen, ja, ist wirklich, das darf keiner machen.
Es gibt einen berühmten Augsburger Kreidekreis, den Brechtel bearbeitet hat in den kaukasischen Kreidekreis. Da gibt es ein salomonisches Urteil. Ja? Nämlich, da sind zwei Mütter. Eines ist die echte und das andere ist die nicht echte. Ja? Wie erkennt man die echte? Dass sie eben am Baby nicht genauso reißt wie die anderen. Ja? Also das ist hier kein Übungsfeld für Ehrgeiz. Ja? Nicht? Und von daher, also ich finde die Geschichte unglaublich bitter. Ja? Und auch sehr gefährlich. Und sie ist ja, hat ja dann auch noch in Frankfurt, ja, im Februar, ja, die zweite Seite, dass es da oben die Frage geht, wird die Gesellschaft einfach erhalten bleiben? Die Geschäftsführung ist ja nur ein Element, ja, das kleinere, sondern wird die Gesellschaft zerschlagen. Und wenn man das macht, ja, dann ist das so, als ob man ein Haus abbrennt. Ja. Und wir Autoren, das ist das Haus, in dem wir leben, in dem wir arbeiten. Das ist ja ein geistiges Zentrum, so ein Verlag. Ja? Und deswegen auch von mir aus der Appell, ja, nicht, dass man hier realitätshaltige Entscheidungen zustande bringt. Ja? Übrigens auch bei der Justiz, also Gesellschaftsrecht, das kann ich Ihnen als Jurist sagen, ist eine Spielwiese der Sophistik. Ja? Nicht? Da ist sehr viel Spitzfindigkeit auch drin.